Ja, los mal, ich heiße der Jens. Und heute geht's los. Winterwanderung bei minus 6 Grad. Wir müssen auch singen, so wie wir sind schön. Und, nee, okay. Heute mit dabei der schöne Steffen, der smarte Heiko, der clevere Sebastian, der geile Alex und der noch mehr intelligente Micha. Da laufen sie, die fünf Zwerge. Und hier der Steffen, der geile Typ mit einem halben Wald auf dem Buckel. Da hat er tatsächlich die Kamera, ich denke, das ist unfassbar. So, lauf. Kanada. Lauf, Forrest, lauf. Warte! Hauptsache jeder macht was. Keiner macht, was er soll, jeder macht, was er will, aber alle machen mit. Ja. Oh, wir hatten den Baum hierher getragen. Wenn es ein ganzer Baum war, wahrscheinlich der Heiko. Sebastian, erklär mal, was du da hast. Mit ihrem Handy rumspielt. So, ich habe mich mal in meinen Hobbykeller verzogen und habe mir mal einen kleinen Feuerstarter gebastelt aus einem Stück Edelstahlrohr. Wir können ruhig erwähnen, dass ein Hobbykeller auch gleichzeitig seine Arbeitsstelle ist. Nein. Jetzt probieren wir mal, ob wir damit Feuer hinkriegen. Ne? Feuer! Da ist natürlich keine Kamera, wo du hinmachst, ne? Ach, guck mal an, was da cheatet. Vaseline getränkte Watte. Schön, lecker. Das sollst du nicht essen. Gewitter! Ja, die saugen auch ein bisschen Luftfeuchtigkeit mit auf, das ist das Problem. Jetzt haben wir es doch geschafft. Muss nochmal neu machen, das ging zu schnell jetzt. Schön. Haben wir da Kienspan drin? Teilweise. Ach, deswegen. Mhm. Das reicht gut. So wie der Ding. Muss er mal kurz in ein Kamerabild laufen? Das war Kamerakind Steffen. Von 1, 2 oder 3. Mit einem seid ihr dabei. Ah, das riecht gut. Das riecht gut. Bei dem gecheateten Zimmer da, das ist ja super zu dies. Sebastian, halt der Gerät nochmal in die Kamera. Einfach so halten, ich zoome ran. Komm, dann machen wir das auch richtig. Wie Paparazzi-Style. Jener Erfinder, der Gerät. Der Gerät, also das in Händen natürlich. Ne? Der Outdoor-Dildo. Halt mal die Öffnung in die Kamera. Souverän ist dann. Hast du einfach einen reingesteckt oder was? Ja, festgeschraubt. Hütz-Hunder-Reservoir, wasserdicht, selbstverständlich. Crazy shit. Hergestellt und verkauft, oder was? Nein, nur hergestellt. Oh my fucking God. Du schleppst doch jetzt gerade das Dreifache deines Körpergewichts. Ameise. Ameise. Und da kommt die B-Meise. Wenn du irgendwelche Bäume abnageln willst, fährst du ein bisschen weiter ab von allem. Der war so schön. Ja, aber hier ist ziemlich viel Zuschauerverkehr und wenn du dann hier irgendwo gerade im Wasser, wenn der hier vorbeikommt, kommen sollte. Weißt du, liegt noch. Jo, das ist jetzt Quick and Dirty, mein Tarpaufbau. Die übliche Variante hier. Ich habe das Tatonka Tarp 2. Ich habe es da hinten ein bisschen aufgespannt. So, da liegt sie noch recht flach. Aber ich habe auch auf Sand gebaut. Oder nicht auf Sand, sondern auf Schnee. Und das schmilzt mir gleich nach unten rum weg. Und dann muss ich das Ganze eh nochmal abspannen. So, hier hinten Umleckrolle, damit ich hier oben hochziehen kann. Ja. Don't eat yellow Schnee. Ja, ihr seht da schon ein großer Haufen Schnee drunter. Das muss ich gleich nochmal alles wegmachen. Erzähl mal, was hat sie hier gebaut?
Keine Ahnung, das hat sich so ergeben. Hat sich so ergeben. Ja, wir haben einen schönen Ast gefunden, der eine dreieckige Form hat. Dann haben wir das genutzt, oder vielmehr ich genutzt, nach Vorschlag, hier den Eingang zu machen. Und noch einen Querträger. Der erste Kollateralschaden. Hauptsache, das ist Gemüse in Händen. Meine Brombeerpfel hätte. Steffen, lass dich nicht aufhalten, das fegen wir gleich weg. Ja, dann hinten einen Querbalken noch über die Mitte, damit man das nicht zu sehr festzürren muss. Bei hartem Boden ist das mit Heringen ja immer so eine Sache. Ja. Ja, ganz grob verzürrt und mal ausprobieren, wie festgetrampelter Schnee so unsere Heringe hält. Ah, okay. Das ist also das Experiment für heute Nacht. Für mich, sodass ein bisschen zu ist. Ich habe außenrum ein bisschen Schnee gestapelt, dass ein bisschen Thermik da ist. Und ich probiere heute den Miltec Bivi mal aus. In meinem Schlafsack. Ah, ich sehe es gerade. Zwei Isomatten, da ist eine... Was hast du für Schlafsäcke drin? Oder nur einen? Oder? Hier ist die Bundeswehr-Isomatte drin. Warte, ich muss mal ein bisschen zoomen, ja. Bundeswehr-Iso. Ja. Und der Miltec Bivi, mal gucken, was der taugt. Und hier drin habe ich auch noch so eine ganz billige Alu-Isomatte. Aha. Ja, und dann habe ich hier meinen Dektra Schlafsack, mit dem ich auch in Norwegen war. Dann okay. Schauen wir, was da läuft. Das wirst du uns morgen verraten, ob es geklappt oder nicht. Auf jeden Fall. Okay. Dankeschön. Wir müssen dann nur gleich unseren City-Pupser mit seinen Sommerreifen rausschieben. Als Maul. Ja, den Sommerreifen drauf. Ja. Ah. Ich will niemanden irgendwie verarschen, aber hier. Ja.